Kirchenfenster ist in Gelter Kindern auf Besuch beim René Brodbeck, der ein außergewöhnliches Hobby pflegt. Der gelehrte Maschinenzeichner, der mittlerweile als Vorsorgeberater bei einer Bank arbeitet, ist Ikonenmaler. René, wie hat das einmal angefangen? Wie ist dein erster Kontakt mit so einer Ikone vonstatten gegangen? Ja, den ersten Kontakt mit der Ikone habe ich über meinen Götti gefunden. Er hat das Ikonenmalen selber gelernt. Er war schon lange in Afrika gesehen, als katholischer Priester. Und er ist dann in die Schweiz gekommen, vom Alter her. Und jetzt in Immensee. In der Immensee hat er eigentlich dann die Schule gemacht, die Ikonenschule. Er hat mir auch immer die Bilder gezeigt. Ich war viel auf Besuch bei ihm, habe die Ikonen angeschaut. Irgendwann hat es mich fasziniert. Es ist auch vom Eindruck, wenn du auf die Ikonen schaust, hat es mir irgendetwas in mir hat sich bewegt. Ja. Was war denn für ein Motiv drauf auf der ersten? Ja, das war der Erzengel Gabriel. Ja. Das war also der erste nähe Kontakt, den ich hatte zu einer Ikone. Ja, und danach hast du tatsächlich quasi wie eine kleine Lehre anhängen. Das ist ja so. Ja. Ich bin wieder zu ihm praktisch in die Schule. Ja. Er hat mir von Grund auf alles gelernt. Er hat einmal vorgemalt, ich habe weitergemalt. Oder er hat nebenbei auch selber Ikonen gemalt. Ich konnte selber immer mehr selbstständig machen. Und es ist auch heute noch so, dass er gewisse Sachen noch ganz fein korrigiert. Weil es ist einfach noch nicht, ja, nach so 4-5 Jahren bist du noch nicht der absolute Profi. Ne? Er sieht immer noch ganz fein, immer vielleicht eine Kleinigkeit, wo man sagt, oh, das müsste noch im Gesicht, das Auge noch ein bisschen. Und das finde ich genial. Und es ist auch genial, mit ihm das zusammen dürfen zu erleben. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade mal ins Metier rein. Wie funktioniert denn das überhaupt genau? Wie ist das Bild aufgebaut im Ablauf? Es ist ja so, wir haben im Prinzip Grundlage ist ein Holzbrett. Es gibt verschiedene Dimensionen. Das Holzbrett muss speziell verleimt sein, damit es sich nicht wölbt von der Feuchtigkeit. Das ist ganz wichtig. Und dann tut man eigentlich hier das ganze Holzbrett einmal grundieren mit Kalkschichten. Das sind etwa 10 Kalkschichten, die drauf sind, damit die Farbe noch hält. Und die Kalkschichte muss man immer wieder schliffen zwischendrin, damit es schön fein ist, damit es keine Kerben hat. Ein bisschen Kerben ist schön, das macht es ein bisschen alt, die Struktur. Es darf also nicht ganz planvoll geschliffen sein. Und nach der Grundierung tut man die Vergoldung machen. Das sieht man hier schön. Das ist 18 bis 21 Karat Blattgold. Aber wie ist denn das? Hast du hier eine Schablone auch? Oder wie kommt denn jetzt die Figur drauf? Es gibt eine Vorlage. Und die Vorlage tue ich durchpausen. Mit einem Bleistift, in Schwarzpapier und nachher mit einer Nadel einritzen. Und dann sieht man im Prinzip die Aussenkontur, die wichtigsten Konturen sieht man und aufgrund von dem kann man dann malen. Jetzt geht es weiter, wenn das Bild mal so weit fertig ist, dass du sagst, wir gehen in den Abschluss. Wie sieht der Abschluss von so einem Bild aus? Das geht bis zur Weihe. Ja, das ist so. Wenn die Ikone fertig ist, dann gehe ich jetzt zu meinem Götti. Oder der Götti kommt hier und tut die Weihe nachher. Das ist ein spezieller Prozess. Das ist also ein Killen eigentlich, ein Weig oder ein Taufe, kann man sagen. Er macht denn das mit Weihrauch, mit Öl und dort tut sie dann so dementsprechend weihen, macht ein Gebet. Und dann hat sie im Prinzip, dann ist sie abgeschlossen und fertig und hat auch einen gewissen Wert. Dann. Du sagst auch, in dem Moment fängt sie an von Strahlen, das Strahlen braucht es. Und damit gehen wir jetzt ein bisschen in die ganze spirituelle Welt rein, wo du, glaube ich, auch eintauchst. Was passiert, wenn du an so einem Bild schaffst? Ich nehme an, das ist eine sehr ruhige, sehr feine Arbeit. Das ist ja so, ja, die ist immer begleitet mit Musik. Dann fängt man langsam an, man tut vielleicht noch ein kurzes Gebet machen am Anfang, dass es möglichst klingt, dass die Krone schön wird. Und dann fängt man an. Und das Interessante ist eigentlich das Gesicht. Das Gesicht ist das Schwierigste an der ganzen Ikone. Und das Gesicht kommt eigentlich aus dem Dunkeln. Man muss sich vorstellen, dass die Fläche dunkelbraun ist, wie mit den Flügeln. Und dann fange ich auf Aufhellungen machen. Das Gesicht strahlt mir irgendwann einmal an. Das ist das Faszinierende am Ganzen. Also aus dem Dunklen kommt man ins Licht. Das ist die Grundsymbolik des Ikonenmalen. Vom dunklen, schwarzen, dunklen Brett, von der dunklen Farbe ins Helle, ins Lebige hinein. Also das ist schon in sich innen als Satz wunderschön. Sag mir gleich, denkst du denn während dem Malen, ich muss jetzt einen Strich dort machen oder lässt das sprichwörtlich fließen? Es fließt. Vielleicht die ersten 2-3 Pinselstriche sind noch Konzentration, also muss ich mich noch wirklich aufs Malen konzentrieren. Und je länger, dass man malt, dann läuft der Pinsel einfach. Das ist effektiv
weiss nicht woher, ob das irgendwie eine Eingebung ist oder es malt einfach dann. Ne?